die dunkelsten Stunden und Jahre in meinem Leben. In Ungewissheit begann ich mit der pflanzlichen Rohkost. Ein Student, der wenig Zeit und Geld hatte, deshalb viel fastete, manchmal kein Essen hatte und ab und zu auch sehr viel Obst am Anfang aß. Nebenbei zum Studium auf dem Feld ausgeholfen. Ich wusste damals, es klappt mit der Rohkost. Nur wie? Jeden Tag Training, Training, Training. Und mit Tai Chi fing ich auch an. Anfangs noch sehr schlecht. Nur einer gab eine Chance. Ein Bauer im Dorf. Letzter Ausweg, YouTube-Videos und die Permakultur. Die Folgen meiner Entscheidungen sehr gravierend. Studium abgebrochen, weil ich das ganze Umfeld nicht mehr ertragen konnte. Alle sahen dich komisch an. Keiner wollte mit dir zu tun haben, nur weil du die Sachen so isst, wie Natur sie uns schenkt. Keiner wollte dich einstellen. Klar, dachten alle schwach und krank. Im Elternhaus viel Stress. Alles drehte sich bei jedem Thema ums Gewicht. Und viele Anfeindungen gab es auch noch. Reisen nach Costa Rica waren auch mit dabei. Horizont erweitern und mehr über den Anbau erfahren. Die Aufbauarbeiten brachten mich an körperliche und psychische Grenzen. Lange Arbeitstage, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Handarbeit, viel Schleppen in Hitze, Kälte und Hagel. Hilfe von meinem Vater für den Aufbau und Anbau. Bis auf ihn und einige wenige Lehrer, wenig Zuspruch von außen. Online, vor Ort, von den Nachbarn und der Familie, sehr viel lustig machen, Lächerlichkeiten und Anfeindungen. Bei der Belastung flossen auch sehr viele Tränen. Hat aber auch wirklich keinen interessiert. Entweder ich sei eine Memme und soll aufhören, oder die mich trösteten, halfen mir wirklich nicht bei meinen Problemlösungen oder lügten mich auch noch an. Tägliche Routine, immer noch pflanzliche Rohkost, schrittweise Fasten, die Grundlage der Rohkostreinigung begriffen und angewandt. Seit dem Absturz. Anbau weiter ausgebaut und die ersten Kunden. Daneben YouTube, Webseite, Online-Marketing. Sehr viel Training, Krafttraining und Kampfkunst. Nächste Tragödie, Aufgabe der Hauptfläche, Bauzwang, ich weg, alles betoniert und großes Haus hin. Neue Herausforderung für mich. Bei meinen Eltern den Platz für effektiven Anbau nutzen. Weitermachen. Das Beste aus der Situation machen. Das Training und die Rohkost tragen auch endlich Früchte. Mehr Muskeln und Körpermasse, Krafttraining ca. 30 bis 45 Minuten, Kampfkunst und alles drumherum 2,5 Stunden. Trotz längerer Fastenzeiten, Intervalltrockenfasten von 20 Stunden und sehr fruchtlastig und wasserhaltig, weitere Folgeerscheinungen, sehr hitzebeständig, auch bei 40 Grad, das Intervallfasten durchgezogen ohne Probleme, Wunden heilen sehr viel schneller, keine Entzündungen, auch Blut gerinnt sehr schnell bei Wunden, Sonnenbrände, wenn sie mal auftreten, verheilen sehr schnell, Mücken, kein Interesse. Eiweiß, Kalorien und Nährstofftheorie interessieren mich weniger,
und trotzdem geht's bergauf. Keine Nahrungsergänzungsmittel. Mein Essverhalten nach dem diesjährigen Fasten im November, Video dazu kommt noch, circa 1 Liter Saft. Eine Monofruchtmahlzeit und am Abend 2 bis 3 Gurken und 2 Avocados als Mahlzeit. Disziplin, Ausdauer, emotionale Kontrolle, der Weg eines Mannes wie damals? Bin ich ein Macher? Und die bittere Wahrheit, Privileg für weiße Männer? Kann man das kaufen? Von meiner Lebenseinstellung bin ich eine Minderheit und es interessiert auch keinen. Und die Menschen reden viel und halten nichts ein. Einige sogar Heuchler und Lügner. Du machst dir sehr viele Feinde, wenn du neutral die Sachen betrachtest. Nicht in Schwarz-Weiß denken, alles einordnest, aber